Importe und der Plastik. Pokal, wenn ich das guck, ist mir alles fick egal. Ja, hier, Plastikpokal, schön, ne? Ja, ich bitte jetzt erstmal um Ruhe von der so tosenden Menge. Oh, ja, ich kann mich gar nicht mehr halten vor Freude. Was ist da denn los? Jemand hat geschummelt. Ha, ich lache in meinen Gedanken. Das war der Übeltäter. Oh, fall schneller, du Scheißpapier. Dämliche, lame Schwerkraft. So, was steht hier drauf? Amanda. Wer zum Geil ist Amanda? Ach, hier ist ein Nachname. Der mich knutscht. Ist hier Amanda, der mich knutscht? Hallo, ist hier Amanda, der mich knutscht? Wer zum Teufel ist Amanda? Na los, jetzt geh hin. Nein, ich weiß ganz genau das. Nein, ich kenne keine Amanda. Nein, jetzt lass mich nochmal. Geh schon. Ich sehe unlustige Menschen. Sie wissen nicht, dass sie unlustig sind. Wenn sie versuchen, lustig zu sein, dann hört man ein Zirpen. Ich weiß, das war jetzt nicht so witzig. Nee, aber guck, wie ich grinse. Ich platz gleich vor Lachen. Wieso gucken denn jetzt alle so? Was hab ich denn? Ich meine, war das so schlecht? Auf mich. Hallo. Bruder, das tut mir jetzt leid, aber sie sind nicht mehr lustig. Unsubscribed. Hey, Mann, früher, da warst du noch witzig und jetzt nur noch aufgewärmte Scheiße. Warum bist du nicht mehr witzig, du Arsch? Dann geh ich jetzt mal zum Lachen in den Keller, wa? Du bist scheiße! Sprechende Tür, die mich beleidigt. Ich bin nicht paranoid. Sie sind wirklich alle gegen mich. Moncherie, Baguette, Garage, Portemonnaie. Nintendo? Hallo, ich bin... Albus, komm zurück! Oh mein Gott! Oh Gott! Hilfe! Hilfe! Was macht ihr? Nein! Digga, ich bin mit meiner Patience slow at the end! Was sind Sie? Ich bin mit meiner Geduld langsam am Ende! Ich mit meiner auch. Sie benehmen sich gar nicht wie der Dumbledore aus dem Buch. Genau, das wollte ich eigentlich auch mal sagen. Ich habe Sie irgendwie freundlicher und ruhiger in Erinnerung. Also es wirkt so, als hätte man Sie einfach ausgetauscht. Ausgetauscht? Meinst du erst Kopie oder Fälschung? Ich meine ausgetauscht wie ein Schauspieler stirbt und man ersetzt ihn einfach durch jemand anderen und denkt, dass niemand das merkt. Lalalalalala. Hey, Süßigkeitenmann, was meinst du denn so dazu? Nun, so ist der Gang der Dinge. Ein paar Bits behältst du, ein paar Bits verlierst du. What? Ich erkenne mein Gesicht noch nicht im Spiegel, aber ich liebe immer noch Süßigkeiten. Also irgendwie kommt mir diese ganze Szene total bekannt vor. Als hätte ich das schon mal gehört. Wo war das noch? Wie nennt man das? Déjà-vu. Déjà-vu sind Fehler in der Matrix. Das passiert, wenn sie etwas ändern. Schnauze, ich seh nix. Albus, es wäre schön, wenn du mal etwas agiler wärst. Hörst du zu? Weißt, es wäre geil, wenn du ein bisschen schön wärst. Das muss ich mir nicht bieten lassen von einem alten Sack Knochen, der drittklassige Hip-Hop-Musik macht. Nun, Professor, falls Sie vorhaben, das Genre zu wechseln, es wäre ein Platz in meiner Metal-Band frei. Wir heißen die Schwarzen und Toten Blutgetränkten. Oh ja, schmier mein Gesicht mit Scheiße ein. Voll geil. Waschlappen. Hä? Der Name ist ja dusselig. Jetzt mal im Ernst, wollen Sie nicht mal wieder Freestyle-Raps machen? Schnauze! Ich will das sehen! Hör auf mit zusammen. Das Lied ist an sich schon scheiße. Musst du nicht noch mitsingen. Hey Ron, was ist dir denn über die Leber gelaufen? Deine Mutter. Ah, tust du schon wieder so, als ob du die Regel hast und simulierst Stimmungsschwankungen? Ah, nicht schon wieder. Ron. Was? Ich simuliere gar nicht, ich hab Bauchweh. Hör mal zu, also die Geschichte, dass du die Regel hast. Es war witzig, als du dir das erste Mal Ketchup in die Hose geschmiert hast, um Sport zu schwänzen. Aber ich glaube nicht, dass dir das jemand ein zweites Mal abkauft. Es ist doch unfair gegenüber den Mädchen, die wirklich die Regel haben. Die haben ernsthafte Schmerzen.
Du weißt doch gar nicht, wie schlimm sich das anfühlt. Diese Magenkrämpfe, die Übelkeit. Oh Mann, oh. Ich versuche hier zu schlafen. Oh, und den Durchfall habe ich ja noch gar nicht erwähnt. Stell dir mal diese blutdurchtränkte, schleimige Scheiße vor. Ich hab's kapiert. Oh, okay. Ach Mann, ich habe das Gefühl, ich kann heute Nacht richtig gut schlafen. Ach. Unfair, dass Jungs nicht die Regel kriegen können. Puff! Hi, ich bin's, die Melanie Fotzenberg. Ich komme von der Zeitschrift Youth Spirit. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Hi, ich bin Melanie. Hallo, Melanie heiße ich. Also, um ehrlich zu sein, ich kenne euch eigentlich gar nicht. Ich bin eigentlich nur hier, um Harry zu interviewen. Mhm. Sie sehen aus wie eine Puppe. Na, kleines Püppchen, du fühlst dich ganz schön echt an. Bäm, gebasht. Ja, wie von Youth Spirit sind sehr jugendlich. Ich zieh dir an den Haaren. Nervt dich das? Ich mobbe dich. Ich bin zwar sehr alt, aber ich bin immer noch genauso hip und Oberaffentitten geil wie ihr. Oder was für Wörter jetzt in sind. Es sind doch noch die 80er, oder? Okay, dann sollen wir mal mit dem Interview anfangen. Komm jetzt! Oh, das ist übrigens meine fliegende, summende Feder. Lass dich nicht von der beeindrucken. Die ist magisch, falls du es schon vergessen hast, dass es in diesem Film um Magie geht. Du riechst voll geil. Was für ein Parfüm hast du? Magic Woman von Bruno Banani. Okay, dann setzen wir uns jetzt mal da unten hin. Na los. Setz dich. Also, eine Frage, die wir uns von Youth Spirit gestellt haben und die vielleicht noch andere Leute interessiert, ist, wie kommt man eigentlich auf die Idee, so Synchros zu machen? Und machst du das alles alleine? Weil das sind ja ganz schön viele Stimmen. Das kannst du ja unmöglich alles du alleine gesprochen haben. Hattest du eventuell Hilfe von jemandem? Ich hab keine Ahnung, wovon sie da labern. Was soll ich gemacht haben? Eine Synchro. Was zum Geier ist das? Eine Synchronisation. Eine Neuvertonung. Ja, wovon denn? Na, von den Harry Potter Filmen natürlich. Und was sagen eigentlich deine Klassenkameraden und Eltern dazu? Sagen die, das ist cool oder finden die, das ist peinlich? Meine Eltern sind tot. Ist ja witzig. WTF? Ja, also wahrscheinlich finden die das so peinlich, dass sie am liebsten sterben würden, ne? Kritz mal alles weg. Aber eine der wichtigsten Fragen ist natürlich, was würdest du tun, wenn ein Meteor in deine Wohnung reinstürzt und einfach alle Sachen kaputt basht, die leider nicht versichert waren? Das wäre doch traurig, nicht wahr? Sie sind gar keine Journalistin, sondern Hausratsversicherungsverkäuferin. Tukan! Tukan! Nee, wie macht eine Eule nochmal? Ich bin eine Eule! Naturgetreu. Post! Hä? Post? Für mich? Es kommt so unerwartet. Ich stehe einfach nur so im Eulenturm. Hey, ja, bitte! Gib her! Gut. Wie behindert ist das denn gefaltet, ey? Von wem kann das sein? Hi, Harry. Ich bin's, Ron. Ich schreibe dir hier einen Brief, weil ich nicht weiß, wie ich das sagen soll. Ich habe heute von dir geträumt. Wir haben Händchen gehalten. Das war schön. Ich wollte dich fragen, ob wir das auch mal in echt machen wollen. Tschüss, dein Ron. PS, die Taube hat AIDS. Au! Oh, Blut! Ja, Moment, ich komme ja schon. Hey, wir haben gar kein Telefon. Seit wann haben wir ein Telefon? Wo kommt das Klingeln her? Hä? Na, das nenne ich mal eine Hotline. Hallo. Hallo? Welche ist Pizza Luigi Pizza Service? Sie haben bestellt einmal Pizza Krawalla Speziale? Nein. Sie haben bestellt ohne echte Adresse. Wie soll ich denn finden? Hier steht nur Hogwarts. Irgendwo in England. Wo soll das sein, hä? Sie müssen mir geben eine echte Adresse, wo ich kann hinliefern, damit die Pizza richtig pünktlich ankommt und heiß. Hören Sie, was ist auf der Pizza überhaupt drauf? Ist sie drauf, Bananen, Anchovies, Mettbällchen, Katzenscheiße und Erbsen. Erbsen, wer ist denn sowas Ekliges? Pizza, Mann. Keine Pizza, bitte. Okay, dann storniere ich die Bestellung. Ciao, Bella. Pizza. Hey, Ron, was machst du denn hier so spät noch unten, hä? Ich warte auf meine Pizza. Aber, ach ja? Was ist denn das für eine Pizza? Pizza Krawalla Speziale, das ist meine Lieblingspizza. Oh. Ich warte schon seit einer Dreiviertelstunde. Wenn ich die nicht langsam kriege, dann laufe ich Amok. Pizza, Mann.
Pizza, Mann. Pizza. I'm a pizza.